der Gang in Kamminger ist eng mit dem 12. März 1945 verbunden. Nicht ohne Grund hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge diese Einrichtung in unmittelbarer Nähe der Gedenkstätte Golm und in direkter Nachbarschaft zu Polen aufgebaut. Uns besuchen viele Schulklassen, Jugendliche aus unterschiedlichen Kirchengemeinden, Lehrer, Studierende und Menschen unterschiedlicher Herkunft. Auch die Gedenkstätte Golm zieht viele Besucher der Stadt Swinemünde und seiner Umgebung an. Seit Polen dem Schengener Abkommen beigetreten ist, sieht man anhand der Besuchbücher in unserem Infopavillon, dass der Anteil an Besuchern aus Polen deutlich steigt. Daher ergab sich die Notwendigkeit, die Ausstellung im Infopavillon neu zu gestalten, auch in polnischer Sprache. Dies wird später in diesem Jahr geschehen. Wir sehen auch, dass sich immer mehr Einwohner aus Świnoujście für die historische Vergangenheit ihrer Stadt interessieren. Im vergangenen Jahr wurde das Buch der Golm und die Tragödie von Swinemünde unter der Leitung des Historikers und Leiters der Jugendbegegnung und Bildungsstätte Golm, Dr. Nis Kühler, Niemczech Wschodni. Niemieckiej i europejskiej powojennej historii dostrzegłem sąd i karę w biblijnym jej znaczeniu, w którym węzeł gordyjski win, morderstw, zemsty, niesprawiedliwości, cierpienia i smutku nie był najwyraźniej przecięty. Ale sollte und soll das so weitergehen? Waren und sind wir die potenziellen Eltern bzw. Großeltern, die wir unseren Kindern bzw. Enkeln, wenn auch auf andere Weise, gehörig etwas einbringen? Nein, ich gewusst und davon geträumt, dass die bittende Hand der Versöhnung, die Christus ausstreckt, die richtige Geste ist und Wahrheit werden muss. Und dass dann auch Trauer möglich wird. Der Kniefall Willy Brandts vor dem Holocaust-Denkmal im Dezember 1945.